Studenten und Studentinnen von der Pädagogischen Hochschule und wir werden alle, manche sind von uns schon Lehrerinnen und wir werden alle im Herbst Lehrerinnen und Lehrer. Und wir möchten mit euch heute einen Nachmittag am Strand verbringen. Also unser Thema ist heute Strand und Unterwasserwelt. Und damit wir uns kennenlernen, weil für den Strandnachmittag müssen wir auch die Namen so ein bisschen wissen, werden wir jetzt ein kurzes Aufwärmspiel spielen, ein Kennenlernspiel mit dem Wasserball. Und es wird so gehen, ich sage meinen Namen und dann werfe ich den Ball zu einem von euch und dann sagst du uns deinen Namen und dann darfst du den Ball weiterwerfen, wir werden dir auch unsere Namen sagen. Trotzdem müssen wir halt ein paar Mal spielen. Und zwar funktioniert das so. Die ersten beiden bekommen jeweils einen Ball. Der Ball muss dann so schnell wie möglich von einem zum nächsten noch hinten weitergereicht werden. Wie nach hinten? Ich gebe den Ball wieder und gebe den weiter. Genau, und weiter, und weiter. Okay? Ganz nach vorne und wieder den Ball nach hinten rein. Das geht so lange, bis du den Ball hier auflegen kannst. Okay? Probieren wir es einmal. Auf die Plätze, fertig, los! Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin.
roten Fische, dann haben wir die blauen Fische füttern. Mit Gelb füttern wir grün und mit Blau füttern wir die roten Fische. Okay, das ist schwierig. Haben Sie das gemerkt? Okay. Probieren wir es aber. Grüne Fütter. Aha. Blau und rote Fütter. Das wäre schwierig, gell? Gelbe Fütter sind die grüne Fütter. Genau.